Ich muss direkt sagen, ich bin so müde gerade. Ich bin so müde. Ich habe oft Sekundenschlaf. Ja, ganz oft habe ich jetzt Sekundenschlaf. Da, schon wieder. Habt ihr gemerkt, ne? Leute, Sekundenschlaf. Sekundenschlaf, aufpassen. Teilweise habe ich den stundenlang den Sekundenschlaf. Ich habe überlegt, woran es liegt. Und ich glaube, ich weiß jetzt. Es muss auch am Kind liegen, ja? Auf jeden Fall habe ich mal ein bisschen was aufgeschrieben. Ich habe ein kleines Familientagebuch geführt und das möchte ich euch ein bisschen vorlesen. Es geht in dem Tagebuch um meine Freundin Fifi und mich. Fifi nenne ich sie immer, denn ich finde sie sehr pfiffig. Ich nenne sie aber nur Fifi, wenn sie nicht da ist. Ich finde sie auch nur pfiffig. Naja. Dann... So, Fifi, dann haben wir noch eine Katze bei uns zu Hause. Die Katze heißt Hector Pascal. Hört aber auch auf Luftdruck. Aber das nur für die Experten. Fifi, Hector Pascal, dann das Kind natürlich noch. Das Kind Hein Mück, nennen wir es mal. Und ich lese jetzt ein bisschen aus dem Tagebuch vor. Und das Tagebuch beginnt am ersten Tag des Kindes. Und das ist der 20. März. 20. März. Habe gleich nach der Geburt voller Euphorie eine Rund-SMS an alle aus meinem Handy verschickt. 5 Minuten später ruft die ADAC-Pannenhilfe an. Und fragt mich, ob ihnen Hurra, Hurra, Hein Mück ist da. Irgendetwas sagen müsste. Ich sage und lege auf. 26. März. Hein Mück schläft immer noch bei uns im Bett. Habe also weniger Platz. Alle 2 Stunden will er trinken. Habe also weniger Schlaf. Immer wenn die Tiefschlafphase leise anrückt, um mich zu holen, immer dann meldet sich Hein Mück und ruft ihr zu, den kriegst du nicht, du lahme Wurst, ich bin Hein Mück und ich hab Durst. Bin gerade wieder eingeschlafen, zack, haut mir Fifi auf die Schulter und fragt, ob ich ihn mal wickeln kann. Ich sage, ja, klar, mache ich gleich morgen am Frühstück. Sie haut noch mal zu und ich gehe wickeln. Hatte ganz vergessen, dass ich total gerne wickel. Nachts um 3:30 Uhr! Eine Frau mit ihrem Kind auf dem Arm geht in den Bus und dann sagt der Busfahrer, boah, ist das ein hässlicher Vogel. So, und die Frau setzt sich in den Bus, ist ganz verstört. Ein älterer Herr fragt, was haben Sie denn? Da sagt die Frau, ja, der Busfahrer hat gerade mein Kind beleidigt. Und dann sagt der ältere Herr, das würde ich mir nicht gefallen lassen. Gehen Sie doch noch mal hin zu dem Busfahrer. Ich halte auch so lange Ihren Affen. Habe ich so aus dem Ärmel geschüttelt, habe ich den. So, Leute, noch 2 Einträge. 3. April. 3. April. Muss immer wieder an die Geburt denken. Zumindest immer dann, wenn sich der viel zu fette Hector Pascal durch die Katzenklappe quetscht. April. Fifi hat Geburtstag. Ja, dann mal herzlichen Glückwunsch.
ziehe mir zur Feier des Tages ein schickes Hemd an. Dann bekomme ich mit dem Satz, der muss nur noch sein Bäuerchen machen, Hein Mück in den Arm gedrückt. Klopf ihm leicht auf den Rücken. Nicht so zackhaft, sagt Quiffi. Hau etwas fest dazu und bekomme dann, statt eines luftigen Bäuerchens, einen alteingesessenen Molkereibetreiber. Zügig im Abgang, säuerlich im Bouquet, quer über Schulter und Rücken gelegt. Überlege, wenn Hein Mück 14 ist, einfach mal in sein Zimmer zu gehen und ihm ordentlich aufs Bett zu kotzen.